Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute haben wir mal ein bisschen anderes Anliegen. Und zwar würden wir euch gerne um Unterstützung bitten bei der Besorgung von neuen Behältern. Das sind ja die Grundstoffe, aus denen wir die Tankis bauen. Und wir dachten, wir machen einfach mal ein Crowdfunding ein bisschen anderer Art. Wir wollen gar kein Geld. Aber ein Traum von uns wäre es, wenn wir wirklich mal 200, 300, 400 von diesen Behältern da hätten. Können so aussehen oder auch so, ein bisschen kleiner. Alles zwischen 25 und 80 Litern geht, was dickes Material ist. Wir grasen hier natürlich die ganzen Heizungsbauern rundherum ab und bauen dieses Netzwerk auch aus. Allerdings haben wir gedacht, wir hauen einfach mal das Video hier raus. Vielleicht hat jemand von euch ja Lust, uns zu unterstützen. Es wäre wirklich cool, wenn man mal 2, 3, 4, 500 solche Teile da hatte, hätte ich schon mal alle geschnitten. Dann sehen die ja, das hier ist nur so ein Versuch vom Junior, sind das ja solche Schalen. Und dass wir dann wirklich so 2, 3 Berge von diesen Schalen hätten in den verschiedenen Formen, dann können wir euch auch sagen, welche Form wollt ihr gerne. Es wäre für uns, das hört sich jetzt blöd an, für euch ist es Schrott, für uns wäre es unsere Altersvorsorge. Von daher, ja, ihr könnt gerne, gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder bei euch einfach gucken, wenn ihr sowas habt, ihr könnt sie uns zuschicken, wir bezahlen auch euch, wie jedem Heizungsbauer auch gerne 5 Euro pro Behälter, wo wir nutzen können. Ihr dürft sie uns auch gerne einfach so schicken oder wir übernehmen den Versand, egal, meldet euch einfach. Oder wenn ihr sogar irgendwo Heizungsbauer bei euch im bekannten Verwandtenkreis habt oder jemanden im Schrottplatz, einfach mal nachhorchen, ob die sammeln können. Wenn ihr irgendwo 20, 25 Stück zusammen habt, dann nehme ich auch einen Transporter und komme fast ganz egal, wo in Deutschland hin, die dann mal abholen. Ja, wir dachten, wir schicken das einfach mal raus und würden uns sehr, sehr freuen, wenn er uns unterstützt, unseren Traum wachsen zu lassen. Danke fürs Zuschauen. Bye.